Ja, ja, genau. Und die war ja hinten. Wahrscheinlich. Immer wenn ich mit Netflix angekommen ist, kommt der auf einmal von hinten und sagt so, ja, ich verteidige mich nur. Natürlich. Angriff ist besser. Ja, während ich noch mit ihnen anders battle. Sag das doch. Dann hätte ich mich zurückgezogen. Wie oft hast du ja nichts gesagt? Theo, der fand immer Minen bauen. Und da kommt der schon. Minen geht schon erlebt, erlaubt. Erlebt vor allem. Was hat der da? Ich mag gerne faire Spiele, ja, aber 2 gegen 1 von allen Seiten. Deswegen hasse ich FFA. Deswegen hasse ich so FFAs. Ja, weil immer einer von allen weggemobbt wird. Ja, das ist aber normal. Das ist mit ein bisschen Pech. Cool. Ja, in die Orks rein. Nein, nicht in die Orks rein. Die Orks sind lieb. Was für sie? Die hat der mich angegriffen. Wo sind die? Gar nicht wahr, die wollten da nur mal Kuchen sehen. Er macht das riesen, übertreibt halt komplett. Ey, komm bitte mehr Geo ausschalten. Na gut, geh ich halt zurück. Was ist Geo? Geo ausschalten ist nicht. Ich kann jetzt gerade. Ich kann mich gerade ausschalten lassen. Das ist aber als Alternative. So, Black, ich will jetzt nicht deinen Stream versauen. Alles gut, du kannst, wie gesagt, kämpf so wie du immer kämpfst. Alles andere würde ich nicht erwarten. Ich kann ja im Notfall auch so weiter. Ich kann ja auch im Notfall so weiter moderieren. Das mache ich dann ja auch immer. Das kriegen wir schon hin. Also, ich sehe mir gerade an. Ey, no joke, hätte der eigentlich. Hätte mir der ihre Lose nicht einfach in Ruhe gelassen. Ich hätte so eine Chance gegen Geo gehabt, sehe ich gerade. Aber. Warum ist das Asoziale? Was habe ich getan? Weil ich einfach. Du hast mich angegriffen, weil ich mich mit dem anders gepfiffelt habe. Einer für ein Spiel. Genau. Geo, geh mal aus Batman. Junge, ich hatte nur ein paar Truppen noch bei meiner Base, die ich gerade noch Verwendung gehabt hatte. Einer für alle aus Batman. Ich mag Superman sowieso viel mehr. Boah. Ey, mach diesen Ehrenlosen weg. Er hat zwar jetzt. Junge, jetzt keine Gnade mehr, Junge. Jetzt weg mit dir. Was? Nee. Was? Superman ist nicht sagen. Das war nur Spaß. Superman hätte sich sagen dürfen. Superman ist kacke. Superman ist kacke im Vergleich zu, Wonder Woman halt. Die ist cool. Das kommt viel zu spät, Junge. Das kommt jetzt viel zu spät. Ich dachte, du magst Superman. Ich dachte, ihr seid Freunde. Aha, ist das also nur Fake? Alles nur Show. Hä? Ey. Leute, können wir nicht eine Map nehmen, die man nicht mal ein bisschen fairer aufgewacht hat? Ja, bitte. Baumschule, Junge. Ich möchte das wirklich mal kurz sagen. Ein missgeklappter Elbe, der hat die Klei getötet. Ja, das sieht auch so aus. Du hast das mit Superman gesagt, das war dein größter Fehler. Ey, no joke. Das war ich nicht, das war in Wirklichkeit Geo. Geo hat das gesagt. Geo, du musst wirklich auf Geo gehen. Ich mich ja komplett zurück. Wenn es so ist, ziehst du mich komplett zurück. Ja, so ist es. Ich werde mich gleich alle hassen. Ja, ich hasse dich jetzt schon. Und du hast jetzt Angst? Naja, natürlich. Weil beim nächsten Mal ich alle auf mich gehen werden. Meine schöne Festung. Immer fester auf die Festung. Oh, Junge. Du konntest dich ja wenigstens noch aufbauen, dazu kam ich gar nicht. Soll ich mich zurück? Ey, ich auch nicht. Geh mich zurück, komm, zieh mich zurück. Ja, geh weg! Niemand mag mich! Alles zurückziehen, Junge. Ich hatte zweimal Orks und einmal Ork-Bogenschützen. Das waren meine ganzen Einheiten. Ja. Zu mehr deswegen kann ich war, deswegen zieh ich mich ja zurück hier. Weil ich war unten in der Ecke, ja? Ja. Wo dieser Teich ist und unten noch so eine Schwellung. Ich hatte die beschissenste Situation, um sich aufzubauen. Also du kannst dich. Ey, geh weg mit deinen. Was soll denn aus? Wollen denn ganzen Orks sein? Warum laufen die mir hinterher? Meine? Ja. Hab ich noch welche? Lass die in Ruhe, das sind meine Orks, lass meine Orks in Ruhe. Ich wusste ja gar nicht, dass ich noch welche hab. Ich geh einfach meine ganze Armee hinterher. Alter, Leute, Batman, dieser Cheffy, Geo und der Zwergi hatten die besten Positionen im gesamten Spiel. Denn da kannst du dich nicht aufbauen, weil hier frei ist. Bei uns unten, wo ich zum Beispiel war, kannst du dich nicht aufbauen. Besonders mit Mordor nicht. Alles ausreden. Was war denn Ghidorah? Alles ausreden. Ja. Doch, Fraser, wenn du willst, was passiert ist, ich habe mich mit jemandem gebettelt und dann kam immer dieser Elb an, genau da, wo ich natürlich keine richtigen Einheiten hatte. Dann lass mich doch Elb sein. Ich habe 900 Truppenkapazität. Ich möchte Elb bei mir richtig spielen. Wirklich.
er regt jeden guten Spieler auf. Bist du? Und dann kommen immer so ehrenlose Spieler, die einfach nicht mit Spiel ich sag mal so, in der, im Lieb- und in der Ringkriege ist alles erlaubt. So ähnlich war das doch. Ja, und wir alle, genau so. Deswegen sagen wir nicht, dass ich so praktisch an Tisch bin, aber hier... Gott, nee. Kann mal jemand erzählen, wie ich 980 Truppenkapazität haben kann von 750? Ja, ich hab 850. Wenn sich die Truppen mal regenerieren. Ja, aber ich hab jetzt alles voll, halt. Nee, ja. Ja? Schau mal Richtung Norden. Will ich nicht. Wo es da kommt. Warum sagst du was? Ja, ich kann dir sagen, wie. Ich kann dir nicht sagen. Ganz ehrlich. Ich hab mir, du hast ja mich angegriffen und ich musste erstmal dich auch noch abwehren. Und da hab ich mir nichts angekratzt. So, eben, alles Angriff. Was, ja, Elben, jetzt greifst du alle Elben an? Du warst doch selbst alle Elben Angriff. Ach so, warum? So, weil ich jetzt vernichten werde. Also ich werde welche Menschen auch Menschen geben, Junge, der ist böse. Komm, mach mal. Spiel mal ein richtiges Match. Guck, Geo macht es richtig. Er greift so an, 1 gegen 1. Keine hinterhältigen Taktiken, einfach so. Oh Gott, jetzt das einfach meine ganze Armee ist jetzt schon dead, Junge. Na, wir können sie alternativ das nächste Mal so machen. Jeder darf, wenn wir so im Ringchen sind, den Gegner rechts von sich angreifen. Also, ja. Nee, sag mal im Uhrzeigersinn. Rechts von sich ist ja blöd, weil oben rechts auf der anderen Seite ist als unten rechts. Ja, gut, ich greife den Gegner rechts von mir an. Im Uhrzeigersinn. Weg mit deiner Armee, Sonnenfacke, Junge. Ja, genau. Fackel geht ab! Ja, das ich hab überlebt! Ich bin komplett zufrieden. Ich bin komplett zufrieden, Junge. Ich hab einfach nur überlebt. Mein ganzes Ziel erfolgreich. Alles Matsch. Lebensziel geschafft. Ich seh nur hinterhältig auch richtig ehrenlos gespielt hast. Junge, ich spiele doch einfach nur ganz normal, wie ich immer spiele. Du spielst spielst so, dass du immer 2 auf 1 gehst. Nein, nur deswegen hasse ich FFA, weil ich ja nie was machen darf, weil ich immer von allen angemeckert werde, wenn ich irgendwas mache. Von mir nicht. Du musst das machen, was, sag ich mal, jeder andere Spieler macht. Fragen, ey, bettest du dich gerade? So, ey, darf ich dich angreifen, Ghidorah? So einfach, ja, einfach so random fragen. Nee, also ich fragen muss können, dazu sagen, ey, ich mach da, wenn ich frage, ey, bettelst du dich gerade, und der andere sagt ja, oh, dann sage ich auch, oh, okay, dann komme ich von der anderen Seite. Junge, dann sag ich die ganze Zeit, ja. Dann sag ich die ganze Zeit, ja, ich bettel mich. Sag ich einfach die ganze Zeit und dann greift mich niemand an. Es ist eine Art Ehrenkodex, dass du dann ehrlich antwortest. Ich mach das doch auch ehrlich. Auch wenn ich komplett an den Arsch bin, sag ich, okay, ich wurde dann angegriffen, aber ich bettel mich gerade nicht. So. Jo, Ghidorah sagt es einmal. Junge, ich spiele auf Ehre. Ich verteidige mich jetzt nur, ich mach gar nichts mehr. Ich darf ja nichts mehr machen, Junge. Ja, verteidigen. 2 auf 1 ist keine Verteidigung, Junge. Weißt du, da krieg ich mal lange endlich mal wieder meine Lieblingsfraktion, dann kommt einfach so ein ehrenloser Spieler um die Ecke, dass ich mich nicht mal aufbauen darf. Ich durf mich nicht mal aufbauen! Was soll denn deine Kacke von dir? Ich war lange nicht mehr aufgebaut. Ich chill das einfach nur, bis ihr euch gegenseitig alle getötet habt. Das wird ein guter Folgentitel. Ja. Weißt du, es haut auch in meine ganzen Territorien ganz direkt bei mir rein. Und greift sich an meine Gebäude ran. Wundert sich, wenn ich dann aggressiv werde und seine Armee durchschlage. Ich schlag nur deine Armee, du gehst in meine Basis rein. Du kamst dreimal mit deiner Armee auf mich zu und hast meine Gebäude zerstört. Was kann ich dafür? Ja, Leute, ihr merkt schon, ich brauch gar nicht viel sagen. Das klappt heute. Natürlich wäre ich mich dagegen, wenn du deine ganze Armee auf mich angreifst und mich fast vernichtest. Ich hab dich nicht mal richtig deine Base angegriffen, weil richtig vernichten mach ich, wenn schon welche deine Base reinbeziehe. Du hast 3 meiner Malornbäume vernichtet. Oder mehr. Wow, und ich hab immer deine vorderen Leute nur angekratzt und bin direkt wieder zurück, weil ich mich immer du hast aber habe. Angegriffen. Das reicht schon, es war ein Krieg. Du hast angegriffen. Du das hast war ein Kriegsakt. Du wusstest, dass ich immer so reagiere. Du bist extra hier hingelaufen. Wusste ich, dass du so reagierst. Ich hab einfach nur, dass du aufhörst. Ich hab das doch noch extra nochmal gesagt. Ich bin gerade ziemlich amüsiert, muss ich sagen. Es ist immer so lustig, wenn einer nicht kapiert, dass er noch falsch gemacht hat. Das wird einfach die beste Folge, die du je gemacht hast. Ja. Ach, alles gut. Ich hab Spaß. Oh Gott. Geo hat auch Spaß. Leck hat Spaß. Stimmt, Geo lebt ja noch. Der baut sich jetzt wieder auf und dann... Oh. Ja. Ich sag Geo die ganze Zeit. Ah. Geo macht jetzt eigentlich Ghidorah oder was? Ja, ich meine mit Geo mal Ghidorah. Aber ja, Ghidorah lebt auch geil.
Ja. Ich hab einfach Ich hab den Ork am Leben gelassen. Ich hab den Ork am Leben gelassen. Das war mein größter Fehler. Hä? Welchen Ork? Ey. Weiß ich nicht. Es gibt nur liebe Orks. Es gibt nur liebe Orks. Was Orks sieht denn sonst noch außer Liebe? Ich kenne nur Liebe. Ja, eben. Da sehe ich Steine fliegen. Hashtag Orkliebe, ich bin's nicht. Ich stehe in meiner Basis. Warum fliegen da Steine? Junge. Weil ich in meiner Basis stehe und du gerade dahin läufst. Weil die ihren Flugschein gemacht haben. Schnell haben wir Flugprüfung gemacht. Einer unserer Feinde ist nicht. Hä? Oh. Ghost ist ein Geist. Alle, mit denen ich spiele, sterben instant, die ich kenne. Ghost! Den Ghost war schon länger klinisch. Alle, mit denen ich spiele, sterben. Das ist einem Spiel, in dem man gegeneinander spielt, eigentlich normal. Alle, mit denen ich spiele, sterben. Fand ich gut. Nein, alle, die ich vorher kannte. Achso. Dann hör auf, Leute zu kennen. Ösi, Ghost, alle sind tot. Genau. Deine Bekanntschaft ist bestimmt die Schuld daran. Das ist alles. Ich wundere es gerade, dass ich noch so lange überlebt habe. Mich auch. Ich hätte einmal, ja, ey. Mich nicht, wenn man ehrenlos spielt. Ich hab immer deine Linie gleich angeklappt, wieder direkt mehr zurück, weil ich mich gefesselt habe. Eigentlich ist deine beste Fraktion immer noch Menschen. Also wenn du Mordor auch nicht angreifst, können wir echt was. Warum soll ich jetzt noch Angst? Ich zieh mich einfach zu spielen. Ich bunkere mich jetzt komplett ein. Okay. Oh nein, die Mauern! Ich hab schlechte Erfahrungen. Mauern müssen weg. Ich bunkere mich jetzt komplett ein. Du kannst die Mauer muss weg. Wenn du mich angreifst, dann war es das Beste, was du tust. Oh, ich geh dann mal wieder. Es ist spät geworden. Tschüss. Junge, wer greift mich oben meine Mauern an? Oder mein Baum, oder was auch immer oben. Gorkil, kommst du jetzt? Oh, dieser Lahmarsch! Oh, die Mauer war nicht jetzt. Junge! Hör auf mit deinen scheiß Riesen oder was auch immer das sind! Gebirgsriesen. Mauern müssen weg. Wisst ihr, was wir echt machen müssten, eigentlich rein theoretisch? Denn Achter, da kommen immer so richtig hinterhältige Sachen. Da kann einer sich richtig aufbauen, aka ich. Das macht ja nichts. Tatsächlich ist die ganze Tag noch hören. Junge, auf den Ork, alles auf den Ork oben. Ich muss den Ork jetzt vernichten. Einer für alle auf Ork. Schäfi oder was? Guck mal, jetzt? Ja, genau, vernichte Schäfi. Schäfi ist ein böser Ork. Junge, was machst du denn da alles? Guck, ja, mach das. Du brauchst Mauern. Du brauchst Mauern. Pfeilhagel in deine Orks gemacht, Junge, weg damit. Adler. Ach so, ich kann ja gar nicht. Ich soll die vielleicht mal ändern. Guck. Nicht auf meine Hauptbase. Du ergreifst dich an, du greifst ihn an. Keine Einmischung von irgendjemand anders. Okay, das ist noch okay, nur wir beide fighten jetzt. Ich und der Ork halt. Nur wir beide, niemand mischt sich ein. Schaffi. Ihr wisst, was zu tun ist. Gut, das werden wir jetzt tun. Niemand wird sich einmischen. Da hat den Drachen, alles auf den Drachen. Legolas auf den Drachen. Jetzt kommt mir du scheiß Wächter an. Wo war ich Ghost? Immer auf welcher Position? Ghost war neben mir. Oh, wer bist du? Ghost war neben mir. Cheffi? Hier, Geo mischt dich ein. Geo mischt dich eindeutig ein. Geo, weg, Geo, verschwinde. Wo ist Geo? GF gegen Fleck, ja, aber egal. Ja, genau. Und ich bin damit beschäftigt, mich nicht einzumischen. Und du mischt dich einfach ein. Indem du dich einmischt. Was? Ja. Ja, das ist vollkommen legitim, so wie ich das gesagt habe. Ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe, aber das ist erstmal zweitens. So. Finde ich auch. Ich gebe dir sowas von recht. Ja. Bin ich hier der Einzige, der überhaupt auf die Regeln achtet? Regeln? Ja, man hat 1 gegen 1, was sind das? Gibt es Regeln? Gesundheit. Ja. Wir haben keine wirkliche 1 gegen 1 Regel am Anfang festgelegt. Ja, wir haben gar nichts festgelegt. Ja, eben, das reicht doch. Ich habe von allen meinen Bogenschützen, hat nur der Bannerträger überlebt. Von allen Bogenschützentrupps, die teilen sich erstmal auf. Das ist traurig. Das ist richtig traurig. Geh nein, meine Kankra. Du kannst doch nicht einfach Kankra töten. Aber den darf ich doch vernichten, oder nicht? Was schreit denn jetzt hier schon wieder so, Ich werde gerade nur von dir angegriffen, also komm rein. Ist lecker. Meine Baumschule, greift dran, vernichten die Baumschule. Adler nicht sterben, Adler nicht sterben! Die Adler sollen fliegen. Das ist eigentlich der Grund. Diese Runde ist eigentlich der Grund, warum ich Schlachten für der 1 mehr mag. Denn da kannst du wenigstens richtig spielen. Ja, hier heißt es ja, einfach nur. Ich liebe auch 1. Spielst du 1? Ja, ich liebe 1. Ich spiele auch 1. Ich nicht. Okay, mit welchem Patch? Mit welchem Patch? 1 gegen 2 habe ich.
Ah, toll. Okay, das ist mal gut. Und welchen Mod? Also, gar kein Mod. Mod denn? Ich mach ohne Mod. Können wir gerne mal wieder zusammen spielen, wenn du möchtest. Ja. Also, welche von denen wisst ihr? Ich kenne die Namen ganz nicht hier. Ich kenne die Stimme. Das ist der Falco. Welcher ist das? Der? Ich bin der Guido. Ah, gut, Guido. Den du gerade hinterher dich fertig gemacht hast, während er sich gebettet hat. Also, oh Junge, warum baust du dich jetzt wieder auf? Das finde ich nicht nett. Ich auch nicht. Gar nicht nett. Jetzt suche ich den ganzen Bogenschützen. Finde ich gar nicht nett. Ich kann mich mal wieder aufbauen. Regulas geht auf den Scheißdrachen. Ja, hier. Wollt ihr nicht so langsam mal Geo? Das ist ziemlich dämlich, wenn jemand sagt, ja, ihr mischt euch nicht ein, wir kämpfen jetzt nur gegen den. Und dann machen das alle und kämpfen stattdessen nicht gegen den Geo. Das ist voll fies. Also ich wollte. Ich hab gleich meine, respektiert die Regeln, den lassen wir in Ruhe. Der macht ah, Regeln am Arsch, Regeln am Arsch, solange ich verliere, sind da die Regeln scheiße. Ich will gleich eine machen, das ist mein größtes Ziel. Baumbart ist da, komm her, Baumbart. Und ich hab jetzt. Ja, ne? Du bist jetzt tot. Und. Hä? Hol das doch, mach doch. Wir haben unsere Festung verloren! Oh, als ob ich das nicht gemacht. Als ob ich. Ach Gott, ich dachte schon, jetzt könnte ich Blut holen. Nein, ich muss erst Wolken gucken. Okay, ich meine eigentlich mit Regeln Fair Play, meine ich eigentlich, sag ich mal so, Sachen der Ehre. Aber irgendwie gefühlt respektiert das echt gar keiner. Später Lorion, Baumwasser. Nicht mein Adler! Er hat meinen Adler getötet. Ja, nein, nicht die Igris! Junge, alles auf dein Hauptgebäude, weg mit das nervt, Junge. Ihr geht mal auf den Riesen. Es sind neue Spinnen geschlüpft! Die Minen werden angegriffen! Noch mehr Ortkrieger! Ja, wo? Kommt Black klar? Warum baust du da auch? Kann ich mal deine Hauptgebäude verrecken? Jetzt kommt die Ems. It will never die! Weil mein Ghost ist auch gestorben. Gegen wen eigentlich? Wir haben ihn ja überhaupt umgebracht. Ich hab zwei Gebäude von ihm halt zerstört. Ich hab seine Basis eingerissen. Ich hab gar nichts getan mit Ghost. Boah, zwei gegen einen, ey. Ich kann mit dem Ghost angreifen, also. Ends, Gruppe 3. Ich würde eigentlich schon sagen, die größten Chancen hat eigentlich Mordor gegen die Menschen. No joke. Nein. Orks. Ich weiß, wie einfach Spinnenreiter und dann die Bogenschützen wegreiten. Dann der Rest ja, kann das auch. Aber Geo hat kaum Bogenschützen und der ist geschützt von hier von den ganzen Turmwachen. So eine Kacke. Da kommst du nicht ran. Auf die Turm für die mach Halbtrolle. Und danach mit Spinnenreiter machst du seine Dings weg. Ich kann keine Halbtrolle machen, der hat meine Trollhöhle kaputt gemacht. Das Problem bei der ganzen Sache ist, du musst dazu erstmal kommen. Wenn er dir die ganze, wie bei mir, die ganze Rohstoffgebäude schon am Anfang einreißt, hast du halt Rohstoffe, um überhaupt das Gebäude, die Kluft abzugraden und zur Halbtrolle zu kommen. Bist du jetzt nicht tot? Hä, was muss ich doch vernichten? Ich hab doch alles vernichtet von dir. Als ob du dich so irgendwo zurückgezogen hast und irgendein Gebäude am anderen Arsch der Map hast, Junge. Nee, ich glaube, das Dienstgebäude hast du gerade angreift. Ja, das Man. Da kennst du Schäfe zu schlecht. So genau. Muss es noch sterben? Nein, hä? Also, jetzt? Okay. Hä? Ja, alle müssen so sterben. Schäfe, so wie der Papa vor 1, so genau. Hallo. Das sind ja meine Einheiten, wo kommen die denn her? Und sonst so Black, wie läuft? Ja, ich lebe noch. Weißt du, ihr sollt das auch mal wie ich machen. Ich weiß noch, wann man kapitulieren muss. Ja? Gefühlt als einziger. Das neue Gebäude ist fertig. Immer, die Leute hier noch leben. Schnell weg von der Mine! Alter, man könnte eigentlich sagen, eigentlich gehört Schäfer die gesamte Map, wenn ich mir das mal so angucke. Eine neue Höhle. Was, Schäfer gehört die Map? Nicht Geo? Nee. Sind sie das? Was? Eigentlich Chefing und Team Map. Die Burg ist jetzt bereit. Warum? Sie greifen das Lager an! Nein, nicht meine letzte! Nein, bitte, lass mich leben, lass mich! Nein!
Der hat gefühlt hier die halbe Map umspannt. Wohl, verwechsel ich gerade noch mal mit Black Mask? Ah ne, ist von Black Mask noch. Okay, aber no joke, die Orks können so krank nervig sein, wenn man die endlich finishen will. Da ist der Feind. Hey Geo, pass auf, Clay ist der Black Mask traurig. Ja, ich bin immer traurig, wenn ich besiegt werde. Da oben ist er jetzt cool, ich bin dumm, Junge. Ja, jetzt hab ich das gesehen, jetzt alles drauf, bitte. Ich bin einfach panisch. Verdammt! Das ist auch ein bisschen nervig. Da hast du, Junge, warum brauchst du dich da oben auf? Weg, ich bin hier. Also, bleib doch eine Festung. Das ist ein anderer Spieler. ich hab mir eine Festung gebaut, nochmal. Und dein scheiß Ernst. Ja, eine darf man ja immer besitzen. Ja. Genau, wenn die eine kaputt ist, kann man eine neue machen. Beziehungsweise, wenn die eine kaputt geht, kann man schon eine neue bauen. Die darf halt noch nicht fertig sein, wenn die zwei gleichzeitig. Ja, ja. Dann muss man sie wieder abreißen. Hat man Pech gehabt. Wenn man das nötige gewürt hat. Ja. Auf die Baumeister. Geld. Mach dich nützlich. Ja, Geo hat gewonnen. Hä, nein, ich gewinne das den Fight gegen Geo. Den will ich jetzt gewinnen. Ja, Geo, beschäftige ich du mal mit mir weiter. Was? Also, warte. Geo, wir können, wenn ich ihn vernichtet habe, dann können wir gegeneinander spielen. Okay? Ihn erst vernichten, dann können wir gegeneinander. Junge, Geo ist. Du tust mir jetzt schon leid. Ich will Geo vernichten. Lass mal ihn einfangen. Willst du Gendor herausfordern? Ja, jetzt komm her, den mach ich easy weg. Junge, Gendor habe ich schon mal besiegt, also das ist keine große Challenge. Ja, wo ist Gendor? Der soll herkommen. Jetzt. Ja, ich glaube, der hat keinen Bock auf mich. Ich habe schon mal gegen alle gewonnen. Durch Mitleid. Immer da, Black Mask. Bei mir hast du einmal gewonnen, weil ich dich aufgepasst habe. Warum hab ich 4 Ends? Dann habe ich 4 Ends. Warum nicht? 4 Ends sind besser als 3 Ends. Oh, warte, ich greife dich nicht an, ich will nur dein Gebäude vernichten. Ja, genau. Ich greife dich nicht an, ich will nur dein Gebäude vernichten. Du, das ist die Definition von Angriff. Da oben ist er noch. Junge, er haut halt da oben an. Ich will den Menschen nicht angreifen, ich will sondern den Ork halt vernichten. Ich greife dich nicht an, ich will nur dein Gebäude vernichten. Er baut sich halt bei dir wieder auf, ne? In deine Richtung. Er baut sich in deine Richtung wieder auf. Hörst du mich vor? Jo, er läuft mit dem Baumeister in deine Feste, oben. Links in der Ecke. Oben in der Ecke, bitte vernichte ihn da. Hä? Ich mach das schon. Ich marschier nur durch. Ich greif dich nicht an, ich marschier durch. Keine Ahnung. Nein, Schäfli. Nein. Ja, Schäfli tot. Ja, Ben. Alles Rückzug, Junge. Jetzt müsst ihr erst aufheilen. Ich hab immer noch voll Gruppenkapazität. Ach. So, wer lebt eigentlich noch? Was? Der Bett? Nur wir beide? Ja, Batman, Geo, ja. Geo, geh weg, Geo, ja. Geh weg. Gott. Ja, okay, dann, wenn du sterben willst. Voll Geo lässt einfach Black Mask die ganze Zeit in die Ruhe, Alter. Ich hab gesagt, wenn du sterben willst. Das hat gerade weh. Oh, das klingt nach toter ja, Armee. Ja, wir beide haben jetzt unsere Armee getötet. Das war's jetzt. Ja, Leonie, könnte ich mal weglaufen, ja. Ich freue mich jetzt alle wieder neu, ich hab 20.000. Ich würde mal sagen, deine Armee ist Schrott und die von Geo nicht. Die von Geo ist ziemlich gesund noch. Ich schmeiß meine ganzen Helden, Junge, Thranduil, hier, Legolas. Oh, da ist Legolas tot. Ich schmeiß mal alle Helden, Elrond. Nein, nicht Legolas! Das war dein größter Fehler. Du hast Legolas jetzt nicht töten dürfen. Alter, Black Mass, ist das dein fucking Ernst? Junge. Was denn? Alter, also, noch Leben! Geht sogar nicht so! Geo, ich hab nichts gesagt! Ich hab noch Leben gelassen! Ich Idiot! Geo, hat mich nicht! Ich Idiot! Dass ihr aber auch immer alles verraten müsst, also ehrlich, das war vollkommen ehrenlos! So, jetzt weißt du's! Er lebt halt echt noch! Ach, aber ja. Keine Sorge, ich bin keine Gefahr. Also ich werde maximal Zweiter. Und das auch nur, wenn Geo dich platt gemacht hat, Batman.
Geo nicht kaputt machen. Das sind zwei unrichtige Dinge, die nie passieren werden. Ich würde einfach hier mit Blackmail auf. Blackmail ist mein Dojo, wie du willst. Du kommst immer auf gute Plätze, weil du entweder einer nicht aufpasst. Gefühlt weil einfach nur manche Leute nicht aufpassen. Wo ist Geos Haupt? Auch da unten. Ich komme immer auf gut. Es kann nicht einfach nur daran liegen, dass ich einfach gut bin. Ja, nein, zugegeben, nein. 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 Oh. Hat das eigentlich einen Sinn, dass du einen zweiten Marktplatz gebaut hast, Geo? Nein. Ist Branduil. Wo ist Branduil? Ja, wenn einer kaputt geht. Da oben bist du. Nur warum machst du was jetzt bei mir ein? Unsere Festung ist fertig. Warte, Junge, jetzt kommt der. Und wo hier? Ja, warten, bis deine komplette Armee wieder hast, oder was? Ja, ja, hättest du bei mir auch machen können. Ich glaube, ich bin tot. Warten können, dass ich meine gesamte Armee habe. Und wenn ich mal zurückbeordert habe. Genau. Vielleicht. Eron's tot, ja, okay, das war's. Ich denke, du, es passiert nie, dass du besiegt wirst. Als Theo mich fertig macht. Hier gibt es immer Arbeit. Genau. So. Aber meine Theorie hat sich auf jeden Fall als richtig bestätigt. Ich bin auf jeden Fall hier als erstes gestorben, die an den beknackten Positionen waren. Außer einer. Aber wirklich hier oben in den Ecken, das ist wirklich, also oben die beiden Ecken und unten die beiden Ecken, das ist ja. Ja, deswegen hatten wir das ja auch auf Zufall gestellt. Dann, wie gesagt, hat halt manchmal jemand Pech und manchmal jemand Glück. Glück gehört dazu, hat noch nie bei Civilization gespielt. Genau. Glück gehört immer dazu. Gerade eigentlich immer überall, muss man ja leider sagen. Erst hatte ich kein Glück und dann kam noch Pech hinzu. Ja, genau. Genau. Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage, da gewinnen die anderen. Das ist halt so. Ich verliere immer, wenn ich mit dir spiele, Black Mass. Ich möchte mal wissen, woran das liegt. Ich bin zu gut. Ja. Nein. Ich hab's doch verteidigt. Also, außerdem, hallo, du hast gesagt, du willst mich vernichten. Ja, wie denn, wenn ich von einigen Leuten hier direkt gefokust werde? Dafür kann ich ja, weil die mich alle mögen. Du hast gesagt, du willst mich platt machen, da haben die gesagt, oh nee, das mache ich nicht mit. Das wird, nee. Einer für alle für Black. So war das. Ja und? Das ist kein richtiger Sieg gegen mich.